Es ist gewissermaßen eine perverse Logik, aber es ist an den Aktienmärkten der Fall. Die hoffen inständig, dass eine neue Bankenkrise, nämlich diese Krise in Sachen US-Gewerbeimmobilien, die Fed dazu zwingen wird, doch die Zinsen früher und schneller zu senken. Also reagiert man auf schlechte Nachrichten in Sachen Bankenkrise positiv. So geschehen heute Nacht, als die US-Futures nach oben schossen, nachdem Moody's die New Yorker Community Bank Corp auf Junk abgestuft hatte, also jene Bank aus New York, die ohnehin schon im freien Fall war, nachdem man gewarnt hatte vor Verlusten bei Gewerbeimmobilien, die Dividende gekürzt hat, jene Bank, die also die Signature Bank, die damals ja pleite gegangen ist, übernommen hatte. Das ist also jetzt die gewissermaßen verquere Logik. Und erinnern wir uns zurück an das Frühjahr 2023. Da hatten wir die Regionalbankenkrise. Die Aktienmärkte erstmal erschreckt nach unten, aber dann haben sie sich gesagt, gute Nachricht. Wir steigen mal wieder, denn die Fed muss dann bald die Zinsen senken. Wir wissen heute, das war nicht der Fall. Die Fed hat dann zuletzt im Juli 2023 die Zinsen nochmal angehoben. Aber jetzt dieses alte Motiv wieder hoch. Hoffentlich sinken die Zinsen, wenn uns eine Atombombe auf den Kopf fällt. Egal, Hauptsache die Zinsen sinken. Das ist die Logik der Wall Street und wir wollen uns die Dinge mal anschauen. Hier diese Abstufung der New York Community Bank Corp zu Junk. 33% der Deposits sind uninsured, also sind nicht versichert durch die Einlagensicherung in den USA. Wir sehen, die Aktie der New York Community Bank ist im freien Fall. Gestern ging es ja schon über 20% nach unten. Dann nach der Abstufung, im Gefolge der Abstufung, ging es um über 16% nach unten. Und wenn man jetzt denken würde, ja, schlechte Nachricht für die Aktienmärkte. Nein, wie gerade formuliert, das Gegenteil ist der Fall. Hier sehen wir, als diese Nachricht kam, Booms, schoss der Nasdaq Future massiv nach oben. Das Ganze hat sich dann ein bisschen ausgefisselt, weil die chinesischen Aktienmärkte ein bisschen nach unten kamen oder die anfängliche Euphorie aus China dann auch abebbte. However, wir sehen, dass also schlechte Nachrichten zur Bankenkrise gute Nachrichten sind. Siehst du, sie wurden abgestuft, also brennt es lichterloh, also muss die Fed bald die Zinsen senken. Hier sehen wir mal den KBW Regional Banking Index, jetzt auf dem tiefsten Stand seit 3 Monaten. Und hier sehen wir mal ganz unten, das ist hier unser New York Community Bank in dem unteren Chart, die unterste Linie. Hier die anderen, Western Alliance, Bank United, dann solche Geschichten wie Valley National, wie sie alle heißen, also jene Banken, die schon damals im Fokus im Frühjahr 2023 waren in der Regionalbankenkrise, halten sich besser, sind leicht unter Druck, aber New York Bank Community scheint vielleicht erst der erste Dominostein zu sein. Hier sehen wir 60% ging es nach unten. Für die anderen Banken geht es auch nach unten. Da sehen wir eine Science Bank, deren Name noch aus der Regionalbankenkrise in den Ohren klingt. Eine Western Alliance, Citizens Financial. Also letztendlich war diese Regionalbankenkrise ja nie wirklich vorbei. Sie ist kaschiert worden durch die Maßnahmen der Fed, unter anderem diesem Bank Term Funding Program. Aber kaum hat die Fed gesagt, das wird auslaufen am 11. März, also ziemlich genau in einem Monat. Schon sehen wir den Stress wieder nach oben kochen. Und hier sehen wir die Ursache gleich dieses Stress. Zunächst mal aber Janet Yellen, die gesagt hat, ja, ich will ja nicht eine einzelne Situation einer einzelnen Bank hier kommentieren, aber klar, wir haben in diesem Bereich Commercial Real Estate ein Problem. Da gibt es das Risiko von Verlusten und eine Gefahr für die Finanzstabilität. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn also eine Janet Yellen schon sagt, yes, we have a problem, dann haben sie ein Problem. Gestern hat sie ja wieder das berühmte Wort gesagt, I'm concerned, also ich bin besorgt. Und was ist die Ursache dieser ganzen Geschichte? Der Zinsen, der ja stehen sind. Hier sehen wir mal in dieser Grafik von Game of Trades, dass jedes Mal, wenn wir einen deutlichen Zinsanstieg hatten, dann irgendetwas kaputt gegangen ist. In 2023 und 2024 muss man jetzt sagen, als Fortsetzung die Regionalbankenkrise.
Jedes Mal passiert etwas und das Problemchen könnte sein, dass die Fed jetzt in einer blöden Situation ist. Wir haben ja super starke Konjunkturdaten, vermeintlich super starke Konjunkturdaten gesehen. Arbeitsmarktbericht mit den super schnell steigenden Löhnen. Wir haben den ISM-Index Dienstleistung gesehen, viel besser mit einer Preiskomponente, die so stark gestiegen ist zum Vormonat wie seit 12 Jahren nicht mehr. Also der Inflationsdruck ist wieder da, nachdem die Financial Conditions sich gelockert hatten und Jerome Powell hier den Animal Spirits Auftrieb gegeben hatte, als er bei der Dezember-Pressekonferenz sagte, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, davon will er jetzt aktuell nicht mehr so viel wissen. Aber das Problem ist, die Daten sind offensichtlich noch zu stark. Auf der anderen Seite hast du diese Bankenkrise. Was sie tun, liebe Fed, wenn du zu nah an die Wahl rankommst, bringst du dich in Schwierigkeiten mit Zinssenkungen, weil dann alle sagen, naja, die unterstützen ja den Biden durch Zinssenkungen, also muss man bald agieren oder man kann nicht mehr agieren, wenn jetzt März vom Tisch ist oder sein sollte. Und dann haben wir noch im Prinzip Mai und Juni, that's pretty much it, sonst bist du schon gleich bei der US-Wahl oder im Umfeld der US-Wahl. Aber warum finden die Aktienmärkte das gut? Ein Punkt ist, weil dann normalerweise die Renditen fallen. Genau das ist passiert. Wir sehen hier die 10-Jährige wieder runtergekommen. Wir waren schon bei 4,17%, jetzt 4,08, 4,09 Renditen fallen also. Dann sagen sich die Aktienmärkte, gute Sache, wenn die Renditen hätten fallen, dann steigen wir, weil das Geld gewissermaßen wieder billiger wird, wenn die Kapitalmarktzinsen sinken. Das hat dann Einfluss auf die Mortgage Rates, also auf die Hypothekenzinsen, Schnipp und Schnapp. Und hier ein relevantes Niveau bei der Rendite der 10-Jährigen, die ja die Benchmark ist, das ist das Niveau von 4,2% als Widerstand. Wenn wir da drüber kämen, dann ist das Feld offen zunächst mal bis mindestens 4,5%. Dann wäre endgültig, oder was heißt endgültig, aber dann wäre vorerst mal dieser Abwärtstrend, den wir lange gesehen hatten bei der Renditengeschichte. Und das, obwohl hier die Ausfallraten bei Krediten in den USA deutlich steigen. Wir sehen, dass bei Auto-Borrowing, also im Autolohnbereich für Autos, wir sehen, bis auf Student Loans geht es bei den Kreditausfallraten überall nach oben. Wir haben ja gesehen, dass jetzt ein neuer Rekord erreicht wurde mit 17,5 Billionen an Verschuldung der US-Haushalte. Ein durchschnittlicher US-Haushalt ist mit mehr als $300.000 verschuldet und da sind natürlich diese Mortgages, die Hypothekenkredite der maßgebliche Faktor. Aber jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, dass viele gar keine Immobilie finanziert haben. Also die Schulden sind gigantisch und der Konsum läuft, indem die Amerikaner eben weiter über Pump finanzieren. Manche kommen aber nicht mehr mit und hier sehen wir, dass wir jetzt im Grunde auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise und deren Folgen sind, bis 2010 etwa, dass Kreditkarten- und Autoloan-Delinquencies hier zunehmen. Delinquencies sind, wenn jemand 90 Tage über die Frist nicht bezahlt hat. Hier sehen wir, dass das ein deutlicher Anstieg ist. Das ist noch nicht ein komplett alarmierendes Niveau, aber wir sehen ganz klar, dass der Trend nach oben geht, dass die Zinsen sich also doch, gerade bei denjenigen, die nicht so dicke sind im Portemonnaie, dass es sich dann langsam durchfrisst. Und was machen da Märkte, die sich gestern ja nochmal erholt haben? Wir sehen hier den S&P 500 auf Daily-Basis. Sieht so ein bisschen aus wie auf dem Hochpunkt der Juli-Hosse, damals auch negative Divergenzen, oben im RSI auch mit dieser Wedge. Und dann ging es erstmal bis Ende Oktober nach unten. Muss es diesmal so sein? Nein, aber ich glaube schon, dass wir in einer Top-Bildungsphase sind, weil die Märkte schlichtweg Zinssenkungen eingepreist haben, die wahrscheinlich nicht kommen. Oder wenn sie kommen, dann haben sie einen ziemlich deftigen Grund. Interessant ist, dass wir, wie Jason Gapfert hier bemerkt, praktisch im Umfeld eines 3-Jahres-Hochs sind, aber weniger als 40% der Aktien über ihrem 10-Tages-Durchschnitt handeln, weniger als 60% über ihrem 50-Tages-Durchschnitt und weniger als 70% über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Das hat es seit dem Jahr 1928 zuletzt im August 1929 gegeben. 1929, da war was, gell? Ich weiß aber nicht mehr was, da war ich noch sehr jung. Na, 1929 war ich noch nicht so, dass ich da mit der Börse so beschäftigt habe, nur ein bisschen. Jedenfalls sehen wir, dass Hedgefonds jetzt voll positioniert sind, zum Beispiel im
in den Equity Futures, also in US Index Futures, bei der 100. Perzentile, also Maximum und am Anschlag. Und interessant ist, wenn wir uns jetzt mal die Weltwirtschaft ansehen, es gibt ja diese KI-Euphorie, Nvidia, 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 KI, 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 aber wenn wir uns mal die Chips insgesamt anschauen, also die Semiconductor Industry, dann sehen wir hier gestern Infineon mit Senkung seines Ausblicks wegen Nachfrageflaute im Chipsektor. Bei Infineon ist das natürlich viel auch im Automobilsektor, aber jetzt auch SMIC, die Chinesen, der chinesische Chipkonzern mit Sitz in Shanghai. Heute mit dem größten Abverkauf seit dem November, nachdem man nicht wirklich profitabel ist, nachdem man davor warnt, dass viele jetzt schon sozusagen auf Halde bestellt haben und nichts mehr kommen wird. Man sagt, die Nachfrage ist schwach, die Nachfrage nach Chips. Und da ist die Frage, wie lange kann die KI-Euphorie die volkswirtschaftlich relevanten Dinge verdrängen. Hier sehen wir jedenfalls mal die Semiconductor-Aktien, also die Halbleiter-Aktien. Da sehen wir einen Doppeltop. Wir sehen negative Divergenzen beim RSI und beim MACD. Also da gibt es Warnsignale aus diesem Bereich. Mal sehen, wie es da weitergeht. Und in Sachen KI hat ja gestern Barclays gesagt, wir sagen mal verkaufte Nvidia-Bonds, also nicht die Aktie, sondern die Anleihen. An die Aktie traut man sich wahrscheinlich nicht dran, weil zu volatil, zu gefährlich. Aber man sagt hier, diese Nachfrage nach Nvidia-Chips sei nach wie vor stark, aber wird irgendwann eben deutlich nachlassen. Und hat eben dann auch dieses Argument gebracht, dass man diese Nachfrage teilweise sich eben selber schafft, indem man Firmen gründet, die dann Nvidia-Chips kaufen. However, wir haben also jetzt eine Zweiteilung zwischen normalen Semiconductors und KI, 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 Nvidia, 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 KI. Gestern dennoch Nvidia unter Druck gewesen. Unter Druck ist derzeit insgesamt übergeordnet auch Tesla. Hier sehen wir, es gab nicht viele Punkte, wo die Aktie 20% über und unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt war. Und jetzt die Nachricht, Tesla hat angesichts riesiger Nachfrage offenkundig in Südkorea, was auch ein wichtiger Markt ist, ein einziges Auto verkauft im Januar. Auch in Deutschland waren die Zulassungszahlen für Teslas nicht gerade berühmt, muss man sagen, jetzt im Januar. Also der Stern sinkt, die Nachfrage nach E-Autos ist mit Auslaufen oder teilweise im Auslaufen der Subventionen deutlich nach unten gegangen. Kommen wir nach China. Hier hat man wieder versucht, die Aktienmärkte zu pushen, ist aber nicht so ganz gelungen. Man fokussiert sich jetzt offenkundig auf die Small Caps hier in China und versucht das Ganze hier zu retten. Allerdings erwarten jetzt die Investoren konkrete Schritte, deswegen ist diese Rallye dann wieder verpufft, die wir gesehen haben. Aber Goldman Sachs bringt hier einen interessanten Punkt, indem es sagt, ja, die chinesischen Haushalte haben etwa 60% ihres Vermögens eben in Immobilien, aber nur 5% in Equities. Und da Immobilien wohl auf Dauer aufgrund der Demografie nichts mehr werden, also dass da große Wertsteigerungen drin sind, könnte die chinesische Führung versuchen, eben über die Aktienmärkte hier einen Anreiz zu schaffen, Gelder umzudelegieren. Auf der anderen Seite will man sicherlich in Peking nicht eine Konkurrenz zu den Immobilienmärkten schaffen, weil man die ja irgendwie am Laufen halten muss. Diese Blase darf nicht platzen, sonst hat man ein Riesenthema. Kommen wir nach Germania, Industrieproduktion wieder super, super schwach. Minus 1,6% im Dezember gefallen zum Vormonat. Im vierten Quartal insgesamt ein Minus von knapp 2%, was ein wichtiger Grund für das Schrumpfen der deutschen Wirtschaft ist, wie die Commerzbank hier schreibt. Auch der Blick nach vorne verheißt nicht viel Gutes. Hingegen schwache Entwicklung der Auftragseingänge lässt befürchten, dass es weiter abwärts gehen wird, zumal die Firmen ihre Auftragsbestände aus den Corona-Stauzeiten weitgehend jetzt abgearbeitet haben. Und wir sehen vor allem, dass eine Geschichte im Sinkflug ist, dazu gleich mehr, nämlich die energieintensive Industrieproduktion. Und so sagt hier der BDI-Chef in einem Interview mit der Financial Times, die das, also im Ausland wird das auch beachtet, dass
Man sagt, das ist letztendlich ein riesiges Drama, diese Energiepolitik. Man kann nicht kalkulieren, wie in etwa die Energiepreise in Deutschland sein werden. Das, was Scholz da macht in Sachen Energie, sei toxisch, so der BDI-Chef gegenüber der Financial Times. Und in der Tat, das Problem ist jetzt mit dieser Kraftwerkstrategie, dass völlig unklar ist, ja, woher soll denn dieser Wasserstoff kommen? Man will ja jetzt erstmal Gaskraftwerke bauen. Mit dann wohl schmutzigem LNG-Gas, aber dann will man ja auf grünen Wasserstoff umsteigen. Woher soll das kommen? Was kostet das? So ist zu befürchten, wie ein Ökonom hier sagt, dass wir zweimal abkassiert werden. Erstens der teure Bau dieser Kraftwerke, 40 Stück sollen das ja sein, mit Steuern. Und dann müssen wir nochmal den teuren Wasserstoff wahrscheinlich subventionieren, der überhaupt nicht rentabel ist. Für die Firmen ist das nicht rentabel. Es ist ein einziges Milliardengrab. So sehr ich die Absicht ja verstehe, weniger Emissionen irgendwie durch grünen Wasserstoff auszustoßen, aber es ist unrealistisch, es ist idealistisch, es ist ideologisch und wird leider nicht funktionieren, und man sollte sich doch an die Realität halten, wie ich denke. Und hier sehen wir mal, was die Realität ist. Hier sehen wir mal ETFs oder Sektoren, genauer gesagt, die schlechtesten Sektoren seit einem Jahr, und ganz, ganz unten Clean Energy und Solar mit minus 35 und minus 47%. Heute der Windgigant Ørsted aus Dänemark, Dividende gestrichen, man wird aus vielen Märkten rausgehen, hat jetzt die Guidance für Windinstallationen deutlich nach unten genommen um 30%. Also das ist letztendlich ein riesiges Massengrab, während andere eben hier eine Strategie fahren mit mehreren Säulen. Die haben fossile, die haben aber auch, versuchen aber auch die Erneuerbaren auszubauen. Wir tun das nicht, wir setzen auf zwei, nämlich Wind und Solar. Die energieintensive Industrieproduktion, meine Damen und Herren, ist in einem Monat um minus 5,8% gefallen. Das zeigt, wohin die Reise gehen wird. Da hängen Arbeitsplätze dran. Damit hängt da auch unser Sozialsystem dran. Erste Empfehlung als Artikel, was da genau für ein Drama sich abspielt. Und das zweite Drama ist diese Bankenkrise 2.0. Was hat Moody's bewogen, hier die Community Bancorp abzustufen? Also diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren, mit auf den Weg möchte ich Ihnen die geben, und sage Servus, ciao.